Ja, meine lieben Freunde, heute kommt mal ein etwas anderes Video. Und zwar möchte ich euch mal ein paar schöne Skins in CSGO zeigen. Und wie ihr schon seht, geht es heute los mit der M4A1S Atomic Alloy. Kostet in FN stolze 12,62 € und hier gezeigt in StatTrak FN stolze 58 €, ja. Also ich werde jetzt immer so ein bisschen was über die Skins sagen, was mein persönlicher Eindruck dazu zu den Skins ist, ob ich sie selber spiele und so weiter. Also dieses Gameplay ist von mir aufgenommen, wie ihr auch seht an den Kills, und ja, ich habe die Atomic Alloy gespielt, hat mir auch ziemlich lange sehr gut gefallen. Weil ich finde einfach dieses Orange mit diesem Schwarz zusammen, das finde ich, das sieht einfach nur so ein bisschen, ja, so ein bisschen Science-Fiction-mäßig aus, finde ich jetzt. Und dann auch wunderbar abgestimmt, also nicht zu viel Schwarz, nicht zu viel Orange, sondern alles perfekt miteinander abgestimmt. Und die bekommt man aus den Herdsman-Kisten, falls ihr die ziehen wollt. Oder falls ihr genug Geld dabei habt, könnt ihr sie natürlich auch kaufen. Und also es ist klar, nicht jedermanns Geschmack. Jeder hat so seinen eigenen Geschmack, denn jetzt in der neuen Chroma 2 Case, muss man auch dazu sagen, ist eine echt wunderschöne neue M4A1 rausgekommen. Hier auch nochmal zu sehen, die Atomic Alloy. Wirklich gut abgestimmt mit dem Schwarz und Orange. Und da wird auch noch ein Video darüber kommen. Weil das ist einfach nur brillant, was da Valve zusammengebastelt hat bei diesem Skin. Und wie gesagt, es werden nun ein paar Skins folgen, ob es jetzt nur die Hauptwaffen sind, also wie M4 und AK oder AWP oder auch Pistols oder sowas ähnliches. Muss ich noch schauen, ja, ich muss mal gucken, was so für Skins denn interessant wären. Aber ich möchte das Video natürlich nicht allzu lang haben. Was ich auf jeden Fall noch am Ende machen möchte, ist ein Rating von diesem Skin und eine mögliche Kaufempfehlung. Also wie gesagt, hier gezeigt in FN, muss ich sagen, sieht der Skin auch wirklich gut aus. Ihr sollt aber meiner Meinung nach, falls ihr großen Wert auf Skins legt, solltet ihr sie nicht unter field-tested oder auf Deutsch einsatzerprobt kaufen, denn da sieht sie dann doch schon ziemlich verranzt aus. Aber ich würde hier auf jeden Fall für diesen Skin würde ich sagen 3,5 von 5 Sternen geben, weil ich finde es echt ein richtig schönes Skin. Und es ist nicht zu langweilig, es ist nicht zu viel, was auch auf manchen Waffen drauf ist. Es ist einfach, ich finde, perfekt abgestimmt zueinander. Und dann würde ich einfach mal sagen, was ist hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Tschüss!